Willkommen bei The Exchange. Ich bin Guy Schoen mit den wichtigsten Nachrichten und Interviews aus der Geschäftswelt. Gleich in der Sendung: Tech-Firmen setzen auf die Cloud. Unternehmen werden dieses Jahr Milliarden für Big Data ausgeben. Wie schützen Unternehmen die Privatsphäre ihrer Nutzer? In Hongkong ist dieses Konfliktthema brisanter denn je. Ob es uns gefällt oder nicht, die Technologie verändert die Art und Weise, wie große Unternehmen unsere privaten Daten speichern. Im 19. Jahrhundert gab es die Lochkarte, in den 50er Jahren die Diskette und in den frühen 2000er Jahren den USB-Stick. Heute wird die Cloud-Technologie, die Praxis, Daten nicht auf lokalen Servern oder Computern, sondern dezentral zu speichern, immer mehr zur Norm. Unternehmen setzen auf die virtuelle Zukunft. Prognosen zufolge werden die Ausgaben für Big Data und Analyselösungen 215 Milliarden Dollar erreichen. Diese Zahl soll bis 2026 um fast 13% steigen. IT-Dienstleistungen und Software sind die beiden größten Segmente, die die Unternehmen ausbauen wollen. Cloud-Technologie bedeutet, dass Daten jederzeit und überall zugänglich sind, wo es Internet gibt. Laut Experten wird der Service mit der Verbesserung der Cloud-Technologie immer preiswerter. Ein Unternehmen, das Milliarden Dollar in die Cloud-Technologie investiert hat, ist Cisco. Chintan Patel, Chief Technology Officer in Großbritannien und Irland, ist mir jetzt zugeschaltet. Andere Branchen fahren ihre Ausgaben angesichts der anhaltenden Unsicherheit zurück. Warum hält Cisco an seinem Plan fest, sein Cloud-Geschäft auszubauen? Es geht darum, die richtigen Lösungen für unsere Kunden zur richtigen Zeit bereitzustellen. Das konzentriert sich im Moment sehr stark auf hybrides Arbeiten. Es geht um die Art und Weise, wie Anwendungen und Dienstleistungen digitaler genutzt werden. Das wird durch Anwendungen gesteuert. Remote-Mitarbeiter zu vernetzen, ihnen Tools für die Zusammenarbeit zur Verfügung zu stellen, virtuelle Arzttermine zu vereinbaren, Bildung zu ermöglichen, das hat den Übergang zur Cloud vorangetrieben. Sie verbessert und flexibler gemacht. Es geht darum, den besten Technologiemix zu finden und unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, diese Umgebungen auf sichere Weise zu verwalten. Vielen Dank. Laut dem Chief Technology Officer von Cisco UK nutzt das Unternehmen die Ungewissheit der Pandemie als Chance, um seine Kunden weiterhin zu unterstützen. Das Geschäft mit Big Data boomt, aber es bleiben Bedenken, wie Unternehmen damit umgehen. Es besteht immer das Risiko einer Datenpanne. Wir haben es bei Kreditkartenunternehmen und Telekommunikationsdiensten erlebt. Wie sicher sind unsere in der Cloud gespeicherten Daten? Und inwieweit sollten Regierungen Druck auf die großen Technologieunternehmen ausüben, um unsere privaten Daten zu schützen? Diese Frage habe ich Daniel Newman gestellt, Gründungspartner und Chefanalyst von Futurum Research, der aus New York zugeschaltet ist. Es gibt einen Zwiespalt in der Marktwahrnehmung. Man versucht weltweit, die Gesetze zu ändern, um mehr und strenger zu regulieren. Aber gleichzeitig ist es für Regulierungsbehörden und Regierungen auf der ganzen Welt schwierig herauszufinden, wie man Verbraucher bei Laune halten, aber gleichzeitig Big Tech so regulieren kann, dass sie gezwungen sind, transparenter und offener zu sein, wie sie Daten sammeln und nutzen. Und zwar ganz allgemein in Bezug auf das, was Unternehmen über uns in Erfahrung bringen, was schädlich sein könnte oder natürlich auch sehr vorteilhaft aus ihrer Sicht der Vermarktung. Interessante Punkte. Ein heikles Gleichgewicht zwischen der Regulierung von Technologieunternehmen und der Sicherung der Vorteile der neuen Technologie. Das Tauziehen um Daten und Privatsphäre ist in Orten wie Hongkong, wo es Proteste gegen die Regierung gab, noch heikler. Die Behörden haben vor kurzem das Gesetz zum Schutz der Online-Privatsphäre geändert, um die Menschen vor Doxing zu schützen, das heißt vor der böswilligen Veröffentlichung privater Daten im Internet. Kritiker, darunter große Technologieunternehmen, befürchten jedoch, dass damit die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Joel Flynn hat recherchiert. Hongkong gilt seit über 100 Jahren als Tor zu China, aber die gerade stattfindenden Veränderungen könnten die Zukunft gefährden. Die Datenschutzgesetze durchlaufen einen Generationswechsel und nicht jeder ist davon überzeugt. Nach der Niederschlagung der Unruhen im vergangenen Jahr richtete sich die Aufmerksamkeit der Behörden auf die Datengesetze Hongkongs. Damit hat sich online eine neue Front aufgetan.
Besonders 2019 gab es etwa 5000 Fälle, in denen persönliche Informationen und Daten auf einschüchternde Art und Weise verwendet wurden. Jetzt wurde das Gesetz derart geändert, dass Doxing strafbar ist. Die Erwartungen vieler Einwohner an den Datenschutz haben sich verändert. Hier ist es ein bisschen strenger als anderswo. Aber ich denke, man kann noch daran arbeiten und den Datenschutz verschärfen. Experten für digitalen Datenschutz sind besorgt. Nicht nur Hongkong, sondern ganz Asien wird vom neuen chinesischen Datengesetz bedroht. Das Gesetz zum Schutz persönlicher Daten greift in Hongkong oder überall sonst auf der Welt. Zum Beispiel, wenn jemand in Hongkong Waren und Dienstleistungen an Menschen in China liefert oder ihr Verhalten überwacht. Hongkongs Regierung hatte gehofft, dass sich die Stadt zu einem Daten- und Innovationszentrum in Asien entwickeln könnte. Doch angesichts immer komplizierter werdenden Vorschriften könnte es mit der Datensicherheit und dem Datenschutz bald ganz anders aussehen. Zeit für unsere Rubrik Wirtschaft in 60 Sekunden. Los geht's! Laut dem monatlichen Beschäftigungsbericht des US-Arbeitsministeriums hat sich die US-Wirtschaft von den Arbeitsplatzverlusten durch die Pandemie erholt. Aber neue Covid-Varianten und Impfstoffvorschriften bedrohen den Erfolgskurs. Trotz Neueinstellungen bleibt die Beschäftigungslage hinter dem Niveau vor der Pandemie zurück. Die Zahl der Erwerbstätigen ist im Vergleich zum Februar 2020 immer noch um etwa 2,4 Millionen gesunken. Die Eurozone hat Daten zu den Einzelhandelsumsätzen für Dezember veröffentlicht. Die Weihnachtszeit ist traditionell ein Monat mit robusten Ausgaben, aber eine vierte Covid-Welle könnte die Menschen veranlasst haben, zu Hause zu bleiben. Auch die steigenden Inflationsraten beeinträchtigen die Kaufkraft. Walgreens Boots Alliance hat seine Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht. Die größte US-Drogeriekette verzeichnet weiterhin einen Aufschwung bei rezeptfreien Medikamenten gegen Erkältungen und Husten. Die Mobilisierung von Auffrischungsdosen und die Zulassung von Impfstoffen für Kinder geben dem Unternehmen ebenfalls Auftrieb. Geschafft, 2 Sekunden vor Schluss. Das Cloud-Rennen hat begonnen. Unternehmen geben viel Geld für Big Data aus. Wir als Verbraucher müssen möglicherweise einen kleinen Vertrauensvorschuss leisten, um unser ganzes Leben in der Cloud zu speichern. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf euronews.com finden Sie weitere Wirtschaftsnachrichten. Bis zum nächsten Mal bei The Exchange.